Uschi, ja? Wann bist du eigentlich schon mal im Stall? Was? Wer stellt die Fragen? Entschuldigung, Herr Schakowski, ich stelle die Fragen hier. Okay. Ja? Okay. Wie sind Sie zu diesem Erfolg gekommen? Woran liegt das? Warum sind Sie so beliebt? Ich bin einfach aus dem Haus raus und auf einmal kamen die Leute alle und haben mich angejubelt. Ne? Und dann habe ich ein bisschen gesungen, weil ich bin so musikalisch. Ne? Und dann, ey Horst, das machst du gut. Und dann immer weiter. Horst! Und dann hat er gesungen. Ja. Und dann habe ich gesungen und dann habe ich ganz dicke Eier gekriegt. Ne? Ja. Das ist aber geblieben. Damit macht er aber jetzt auch schon Geld. Das ist jetzt mein Markenzeichen. Ja. Und ein echter Horst, der hat so dicke Eier. Okay, Horst. Was verdankst du deiner Frau dabei? Ist sie ausschlaggebend für deinen Erfolg? Oder? Sie ist meine Inspiration. Sie ist meine kreative Ader. Sie ist alles. Ohne sie kriege ich keine dicken Eier. Wir sind auch verlobt. Wann wird geheiratet? Eventuell 2029, da wissen wir noch nicht so viel. Aber ist auch schon Junior Horst in Planung? Junior Horst? Ja, nee, ich habe da noch so eine Scheidung am Arsch. Ah, okay. Finanziell ist das nicht so. Unterhaltszahlung mit vier unehelichen Kindern. Okay. Das ist nicht so leicht. Okay. Aber die ganzen Groupies. Ich mach mir auch dann die Figur kaputt. Ja, und die ganzen Groupies, da kannst du ja nicht immer Nein sagen. Ja. Ne? Horst, Sie sind ja ein Trendsetter. Ich meine, ja. wenn man sich nicht anguckt, das ist gut. Ja, ich kaufe auch mal bei Aldi das Bier ein. Okay. Ja. Also, das mit den Plastikflaschen ist ja aber nicht ist das so ist das nicht schlimm. Ein Problem für Sie, wenn auf einmal so viele Menschen so rumlaufen wie Horst? Ja, ich genieße das ja, ne? Weil ich weiß ja, ich war der Erste. Ah ja, ne? Klar. Und das ist toll, das ist ja, diese Anerkennung und so, Jubel, Fanfaren. Okay, Uschi, steigt ja nicht auch die Eifersucht? Also ganz nein. Ehrlich, ich meine, wenn man sich so einen Mann Wandsbild anguckt. Ich bin ja die Glückliche, der ja mal mit ihm zusammen sein darf. Und ich darf ihm ja auch zu Hause alles bringen, da dürfen die anderen ja nicht. Ja, ja. Ne? Und da bin ich auch klar im Vorteil. Und irgendwann wird er mich auch bestimmt heiraten. Ja. Also, ist halt auch nicht so eilig, aber ich bin schon stolz, dass ich seine Frau sein darf. Okay, zum Abschluss. Ich meine, das wollen die Zuschauer sehen. Ein Kuss, aber mit Zunge, bitte. Mit romantisch. Zunge. Romantisch mit Zunge. Danke.